Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black, und ich bin ja hier noch schön eingebaut, weil ich ja mich hier drin... da hinten ist so dunkel. Gucken wir mal hin. Weil ich mich ja hier mehr oder weniger sicherheitshalber eingebaut habe, damit hier für den Fall, dass nichts spawnt, weil ich wollte ja unten... Ich habe ja die Turtles laufen lassen und habe mich gleich hierher gestellt, weil dann ja auch die Monsterfalle ein bisschen funktioniert und so weiter und so fort. Und weil ich die Turtles habe laufen lassen, weil wir ja nicht auf einem Server waren und überhaupt und jenes und ja, musste ich ja eingeloggt bleiben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt sind wir wieder auf einem Server. Hier in dem Moment bin ich auf dem Server im Mond, bei mir im Wohnzimmer. Da steht mein alter Rechner. Da läuft jetzt gerade der Server drauf. Weil es gab ein paar Problemchen, Dü hat ein paar Problemchen gehabt. Ihr seht ja auch, mittlerweile läuft auch alles wieder schön flüssig. Das Problem, dass es halt auf dem Server nicht so richtig lief, das konnte ich lösen. Ja, und was gibt's sonst noch zu sagen? Ja, ich habe übrigens beim letzten Mal, wo ist es hier, das ganze Tin mehr oder weniger vorsorglich schon mal hier in den Dings rüber gehauen. Ihr seht schon, war gar nicht so die schlechteste Idee, weil wir hier haben so einiges. Das Pyrit nehme ich mal raus und hau das stattdessen mal hier rein. Was wir jetzt noch brauchen, ist das Alu. Aluminium sollten wir uns mal suchen. Das müsste irgendwo... Oh, guck mal, 46 Stück. Das geht direkt mal hier rein. Wir tauschen hier direkt aus. Ja, komm, bitteschön. Hier ist noch drin Palladium. Also, okay, Malachit. Die Kiste ist voll. Crushed, Calciferit, Yellow Lemonite, Brown Lemonite. Das Zeug haue ich mal hier rein. Kann der dort noch ein bisschen machen. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal das Alu ein bisschen durcharbeiten lassen, bis das soweit ist. Das dauert schon noch ein bisschen. Insofern, halb so wild, das wird schon. Nickel nehmen wir mal raus. Den können wir direkt hier reinhauen. So, bitte, hast du was zu tun? Was ist das? Oh, da kommt schon. Geht das so schnell? Willst du mich verarschen? Oder? Achso, es kann sein. Ja, hier war noch welches drin. Alles klar. Das Zeug nehme ich gleich mal so raus. Okay. Hab mich schon gewundert. Wo soll das denn jetzt herkommen? Calciferit nochmal. Nikolit ist okay. Beryllium. Was war das denn gleich wieder? Ach, das konnte man auch einschmelzen. Okay, na dann. Aluminium. Zinnstaub. Palladium. Alu. Malachit. Das... Ja, wir haben zu tun. Also tun wir erstmal das Alu hier rein, welches direkt durchgewurstelt wird. Kobalt kann rein, Tin kann rein, Palladium kann rein, Malachit, Beryllium ebenfalls. Und das andere Zeug muss halt nochmal hier oben in den hier. Bis auf das Palladium. Das kann auch wieder hier rein. Okay, Alu wird jetzt ein bisschen produziert. Wird natürlich eine Weile dauern, bis wir weit genug sind. Insofern müssen wir halt erstmal was anderes machen, sozusagen. Wie sieht's hier aus? An irgendeiner falschen Stelle. Das soll da gar nicht hin hier. Der Pyrit. Pyrit lässt sich ja nicht schmelzen irgendwie. Das heißt so. Der macht jetzt gerade Palladium. Wäre mir aber lieb, wenn du erst Alu machst. Ne? Weil wegen ist so. So, das heißt so. Einmal du raus. Hallo. Ach, geht ja gar nicht. Ich bin auch noch ein Rindvieh. Das Alu muss ich ja mit runternehmen. Hahaha. Natürlich. Alu muss in den Hochofen. Entsprechend gehen wir mal hoch oder runter zum Blastfurnace und blasen den Blastfurnace an. Das wiederum bedeutet, dass wir hier erst einmal was zu Futter draus holen, nämlich dieses Kuckmatten. Ach ne, ich habe noch Fisch mit. Okay. Ja, wie gesagt, muss man sich erst da wieder eingewöhnen, muss man wieder erst wieder klarkommen, was ist denn jetzt los und was muss gemacht werden. Aber wir kriegen das schon gebacken. So, Alu haben wir einiges. Wir haben auch einige Maschinen, die wir so zusammenbasteln müssen. Was ich übrigens noch gemacht habe. So, das Zeug erstmal hier rein. Dann müsst ihr jetzt loslegen, ne? Jawohl. Hier ist drinne. Das Silikon nehme ich mal raus. Und klatsche es stattdessen hier mit rein. Damit das Alu auch durchnimmt. Was ich übrigens noch gemacht habe, ist... Augenblick. Solar. Hier haben wir das normale Solarpanel. Das normale Solarmodul. Und tada! Das Rezept ist freigeschalten. Ich habe, wie gesagt, das Rezept freigeschaltet, nicht nur für dieses, weil aktiviert war nur dieses. Das habe ich vorher nicht gemerkt. Damit hätte ich vielleicht noch arbeiten... Was ist das hier deaktiviert? Hallo? Ach, da werde ich mal wieder was verkehrt eingestellt haben. Hahaha, toll. Ich weiß aber, woran es liegt. Höchstwahrscheinlich muss ich nur ändern, dass es dann halt bei mir verstellt. Muss ich mal gucken, ob es beim Glüh auch so ist. Auf jeden Fall, das hier wird auch wieder aktiviert. Die hier waren alle deaktiviert.
Ich habe sie natürlich jetzt angeschalten, weil ich würde schon ganz gerne mit denen hier arbeiten. Solange wir das nicht haben, werden aber diese Rezepte genommen. Und da brauchen wir halt den elektrischen Schaltkreis. Das ist übrigens das Rezept von Feed to Beast Light, was man kennt. Es gibt da auch noch ein spezielles Gregtech-Rezept, aber wie das zu aktivieren ging, habe ich nicht rausgefunden. Der Generator natürlich wird trotzdem hier über das Gregtech-Version oder Eisenplatten und so weiter und so fort. Ja, E-Batterie ist ja alles trotzdem ein bisschen schwerer. Insofern habe ich gedacht, naja, was soll's. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, trotzdem hier das Rezept haben für Gregtech, aber naja, hat nicht sollen sein, wollte nicht. Übrigens ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum hier dieses Solarpanel ausgeschalten ist, weil ich durchs Hin- und Herbasteln mehr oder weniger versehentlich das ausgeschalten habe. Insofern werden wir auf jeden Fall uns mal irgendwann in Richtung Solarpanel begeben, weil die Energieversorgung, wie wir sie hier haben, im Moment, wie gesagt, die nächste Stufe, die ich machen müsste, wäre über die Baumfarm einen Dieselgenerator, Biodiesel etc. pp., damit ich Gregtech vernünftig versorgen kann, ohne Solarenergie. Das Problem ist, das geht natürlich ordentlich auf den Server. Einer der Gründe, warum ich das ausgeschalten habe. Und der zweite ist, ja, ist halt so einfach viel leichter. Gregtech ist sowieso ein altes Mistviech. So, ansonsten hatten wir hier den Basic Electrolyzer, welcher Elementin-Dust hat. Welcher ja eigentlich durchgeschmolzen werden muss. Geht leider nicht, weil wegen ISO. Naja, ist halt so, weil es so ist. So, was wir aber jetzt mal stattdessen gucken könnten, genau, was wollte ich denn noch gucken? Irgendwas wollte ich noch zwischenrein mal schauen. Ich hab's vergessen, Leute. Und zwar gucken. Ach nee, das war's nicht. Ach so, der, Schaltkreis. Wir hatten ja angefangen, keine Ahnung, wo ich jetzt die Dinger habe, hier den elektrischen Schaltkreis, den kriegen wir ja mittlerweile hin. Aber den erweiterten Schaltkreis, da hatten wir ja angefangen, solche Advanced Circuit Parts. Ich glaube, die hatten wir gebaut. Wir brauchten 46 EU pro Tick, was wiederum bedeutet hat, wir brauchten den anderen. Wir brauchen aber auch zusätzlich noch Molten Tin, das müssen wir dann noch mit anschließen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Übrigens, die isolierten Kabel hier, die bringen deutlich mehr Strom oder mehr Übertragung, weil, wie gesagt, diese Kabel hier bauen, ich glaube, 1 oder 2 pro Meter, also 2 pro Block, bauen die hier ab. Und die isolierten halt nur die Hälfte. Insofern ist immer, wenn man sowas baut mit den Kabeln hier, immer von Vorteil, eben isolierte zu nehmen. Und deswegen ist das auch gar keine schlechte Idee, wie wir es hier gerade gebaut haben. Was ich mal gebrauchen könnte, Wrench haben wir einstecken, okay. Dann nehmen wir das Teil weg. Alles einsammeln. Nein. Oh, das war knapp. Das dahin. Basic Polarizer. Bending Machine. Bending Machine. War es die Bending Machine, die ich jetzt machen wollte? Was wollte ich denn jetzt eigentlich benden? Engraver, Extractor, Forming Press, Fluid Canner. Cutting Machine. Mann, man hört es noch. Ich bin immer noch ein bisschen leicht. Erkältet, zumindest habe ich einen Frosch im Hals. Der Husten ist so weit ein bisschen weg. Dafür kommt jetzt halt anderes Zeugs wieder. Toll. Da freue ich mich wirklich wie nichts Gutes. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben einen Haufen Eisen und einen Haufen Redstone fehlt. 1 und 2, 3 Stacks Redstone nehmen wir mal, weil Red Alloy Wire kann man immer gebrauchen. Es kann sein, dass wir noch irgendwo welches rumliegen haben. Muss aber nicht. Offensichtlich ist das jetzt gerade ein Fall von ist nicht. Ja, na gut. Dann ist das eben nicht der Fall. In dem Fall werden wir jetzt gleich welches machen. Und zwar erstmal das hier waschen. Einmal müsste hier einstecken haben. Da. Hopp, hopp. Einmal so. Einmal da rein. Und 1 und 2 und 3. Hat getroffen. Wunderbar. Alles 3 ist gewaschen. Hier rein. Das da, das da, das da. Und einmal Eisen dazu. Müssten wir eigentlich recht weit kommen. Red Alloy Wire, ich kann hier noch ein bisschen Eisen dazu wursteln. Das ist Zink. Iridium. Iridium haben wir auch ein bisschen was, das ist auch schön. Hihi, da freue ich mich. Weil, wie gesagt, für die erweiterten Solarpanel werden die dann später gebraucht. So, Zink, 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 Eisen. Mhm. Im Übrigen, ich habe mal nachgeguckt, weil ich bin ja das eine Mal aber vor lauter Dummheit gestorben. Ich glaube nicht, dass ich die Schaltkreise mit hatte. Andererseits weiß ich auch nicht, wo die hin sein sollten. Manu, Frosch im Hals und so, ihr wisst schon. Ich weiß nicht, wo ich die hingetan haben könnte, weil ich dachte eigentlich nicht, dass ich die mitgenommen habe. Oder zumindest
Das letzte Inventar mal, ich habe mal einfach mal ins Inventar geguckt und das letzte Mal, da waren die halt nicht drinne. Wir müssen das Zeug offensichtlich nochmal craften, aber ja gut, das kriegen wir halt auch hin. Naja. So, Schaltkreis, wir können ja nochmal gucken. Ich meine, Advanced Circuit Board. Kriegen wir aus der Scrapbox. Ach ja, das war's. Ach nee, so weit waren wir ja noch gar nicht. Genau, wir wollten erstmal Silicon Plates machen und ja, daraus brauchten wir dann Advanced Circuit und Advanced Circuit Board. Alles klar, da war ja was. Gut, 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 gut. So weit waren wir also noch gar nicht, die Dinger. Wie gingen die? In der Forming Press mit Glowstone-Staub und Lazurit. Ich glaube, die Forming Press hatten wir auch noch nicht. Lazurit? Lapis. Okay, würde beides gehen. Ist gut. Müssen wir dann gleich mal gucken. Ich guck mal hier rein. Cutting, Canning, Zentrifuge, Assembling Fluid, Forming Press. Haben wir doch. Geht die dafür? Hopp. Hopp. 64 EU, nein, auch da brauchen wir quasi die erweiterte Version, sonst funktioniert das leider nicht. Das ist natürlich doof, dass ich hier quasi schon wieder, eigentlich ist das schon wieder ein Überspringen. Es gibt nämlich noch die erweiterten Schaltkreise, die wir hier haben. Es gibt noch eine Zwischenversion von GregTech. Du kannst nur nachts schlafen, draußen ist doch dunkel. Ach nee, geht gerade Sonne auf oder geht's gerade unter? Geht gerade unter, okay. Lalalala, so, okay. So, das heißt, wir hauen erstmal, die Eisenbahn wollte ich hier drüben reinhalten. Genau, die Eisenbahn hier rein. Das Red Yellow Wire kann ich erstmal rausnehmen. Flup. Und dieses wiederum kommt erstmal hier in die Bending Machine. Die müsste das ja zumindest benden können. Oder? Hatten wir das nicht hier schon drin? Ach nee, halt, warte, da fehlt ja was. Da fehlt ja was. So war's, ne? Jawohl. Man muss ja erst einstellen, wie der Schaltkreis zu Schaltkreisen ist. Okay, soweit sind wir. Das hätten wir. Dann, was war das nächste, was ich angehen wollte? Ich könnte ja unten mal kurz nach dem Alu gucken. Das muss ja dann auch in die Bending Machine. Wenn ich da wenigstens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Stück schon... Nee, 16 Stück habe ich dabei noch nicht durch. Wir haben ja gerade erst angefangen. 4 waren hier drin. 5 haben wir immerhin schon. Ja, gar nicht schlecht. 38 haben wir noch. Da haben wir Silicon Ingots. Die kann ich auch eigentlich direkt mit draufnehmen, weil die kann ich auch in die Bending Machine ballern und da ja Silikonplatten draus ballern. Ist ja schon mal wenigstens ein Anfang, dass wir halt diese Silikonplatten, die wir brauchen, nicht mehr so extrem oder dass wir nicht mehr so extrem verschwenden. Apropos verschwenden, wie gesagt, wir verschwenden über die Kabel. Und es gibt bei GregTech, abgesehen von Red Alloy Kabeln, die aber nur eine Spannung aushalten, das heißt, ich kann die nicht so verbinden, gibt es keine Kabel, die irgendwie richtig verlustfrei funktionieren. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich so machen, dass wir den Strom in Form von EU-Strom über Glasfaserkabel transportieren. Und zwar, Augenblick, Glasfaser, da haben wir sie schon. Die werden natürlich ein bisschen Silberstaub und Energiumstaub. Na, Silberstaub sollte kein Problem sein. Energiumstaub, Rubinstaub und Redstone. Kein Diadabin? Silberstaub, Energiumstaub, Rubinstaub und Redstone. Okay, kriegt man denn geschehen? Ein paar Rubine zu schreddern, das sollte kein Problem für mich sein. War das echt so? Also... Rubinstaub, wie gesagt, ich dachte, da wären Dias mit drin im Rezept gewesen. Also früher war da, oder war das nicht so? Bin mir nicht sicher. Na, ist ja auch egal. Schadet nicht, wenn keine Dias drin sind. So, Redstone kriegen wir hin. Habe ich noch irgendwo? Granit. Stein. Ignis, Kristall, Berditio, Monazit, Bastanit, Lazurit. Lazurit könnte ich mal in Dings hauen, weil davon war ja auch irgendwas, was wir da brauchten, wenn ich mich nicht irre. Kohle brauchen wir nicht, Betonit. Haben wir noch irgendwo ein bisschen paar Rubine, die ich eigentlich zerstäuben könnte. Tetrahydrit, Alemandin, Glühbirne. Also Redstone ist nicht das Problem. Rubine hatten wir aber auch irgendwo. Es sei denn, die habe ich schon wieder alle aufgebraucht. Das wäre aber, ja, das wäre, genau so kann ich es eher ausdrücken, es wäre scheiße. Ich meine, ein paar Rubine hatte ich ja hier. Ruby Plates, ich glaube, die brauche ich eh nicht mehr. Zumindest nicht im Moment. Hier haben wir Small Pile of Ruby Dust. Okay.
Lieber Macerator, was sagst du eigentlich, wenn ich hier so eine Ruby-Blade zu fressen gebe? Da sagst du gar nichts. Ist gemein. So. Oh, was haben wir da? Hallo, 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 hallo. Tschüssi. So. Tür zu, Tür auf. Irgendwo gibt es doch sicher noch ein paar Rubinchen. Nur nicht hier, nur nicht hier. Oh nein. Verdammt, was soll das denn hier? Banded Iron Dust. Du machst mir aber kein... Warum hier manchmal trotzdem? Verstehe ich nicht. Ich hau doch hier oben extra das Zeug rein. Und dann kannst du das doch nicht noch gecrushed rauskommen. Hm. Wer weiß. So, na gut. Ist ja kein Problem. Die zusammen zu craften. Sollte machbar sein. Hm. Oder auch nicht. So, hopp. Hip. Und hopp. Hip. Hip. Und hopp. So und so. Hier noch. So langsam. Aber mittlerweile teilt sich ja auf. Das ist schön. Ich hätte es ja, ich weiß, ich hätte es auch einfacher machen können, aber ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, diese drei sind übrig, die können wir mal mit hier reinballern. 45 Kupfer noch. Okay, hier haben wir auch einen Haufen Eisen wieder, das kann ich mal rausnehmen. Einen Haufen Zinn natürlich. Eisen erstmal hier rein. Und hier sonst habe ich jetzt auch gerade keine Rubine gesehen, ne? Wir haben hier Alemandino, Zinnbar, Ruby Dust, eins. Eins reicht nicht. Ich hätte schon gern ein paar mehr für dieses Energium oder wie es heißt. Mal schauen. Wir haben hier noch Kupfer. Ich mach mal hier unten noch Ruby. Ruby. So. Ah, guck mal an. Da haben wir eins. Ruby das. Das nehmen wir mit. Und dann hätten wir hier nichts. Und dann hätten wir hier nichts. Und dann hätten wir hier nichts. Hier haben wir... ein Flawed Rubin, Chipped Rubin, kann ich, was kann ich damit machen? Maserator kriege ich da. Small Pile, und was kriege ich bei dem Flawed Pile? Small Pile, den kann ich immerhin zusammenmixen, also im Notfall würde das gehen. Wir haben aber auch hier noch einen Ruby. Ne, das wird gar nicht, okay. Unten ist logischerweise nichts drin. Ja, auch nicht. Da haben wir noch zwei. Ein Rubin so. Juhu. Also, ich muss ein bisschen sparsam sein. Nicht alles Rubinwaffen machen. Dann doch lieber vielleicht mal noch eine Eisenwaffe. Auch wenn die ein bisschen doof zu craften ist. Aber machbar ist es ja. Ansonsten gucke ich hier nochmal schnell durch. Bin sicher, dass ich auch irgendwo... Hier, guck mal, 25 Stück noch irgendwas rumliegen habe. Das meinte ich. Die könnten wir eigentlich direkt mal... Wie viel brauche ich denn? Ein so ein Redstone-Dings braucht ja ein paar von diesen Energium. Ruby das. Kann ich die nicht stacken? Scheinbar nicht. Na gut, dann hauen wir mal. Komm. Aha. So, die 16 hauen wir in Macerator. Da ist er. Rein da. Willst du nicht? Na, guck mal, ob das im Pulverizer geht. Wäre natürlich doof, wenn ich die nicht mehr pulverizen könnte oder maceraten oder sowas. Macerator. Das müsste gehen. Es ist zwar jetzt elektrischer, aber ich denke nicht, dass das Problem ist. Kompressor, Calcination, Pulverizer. Auch der müsste funktionieren. Ja, er funktioniert auch hier. Nur eben elendig langsam. Vermutlich geht das mit den Platten auch noch. Gucken wir da mal. Hopp. Ja, siehste. Kriegen wir auch eins raus. Also die Platten kann ich auch wieder verwursten. Komm, hauen wir sie rein. Diese Ruby das da, die werden noch durchgewaschen. Hopp. Und hepp. Und dann schauen wir weiter. Waschen ist hier hinten. Erstmal einen Schluck Wasser. Wasser da rein. Dann eins und zwei. So, kommt mal her hier. Put, put. Die stecken sich komischerweise immer noch nicht. AL, CR 203. CR, AL 203. 225. 252. Hm. Was weiß denn ich? Hauptsache, die funktionieren beide. Werden wir gleich sehen.
Redstone, ich habe glaube ich 4, der Rest war Redstone, war das nicht so? Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen roten Stein durchwaschen. Ja, aber kein Problem. Hopp. Okay, und dann gehen wir das Zeug mal craften. Damit wir heute auch zu was kommen, sonst ist ja noch nicht so viel geworden. Einmal ausmachen. 1, 2, 3, 4. Und der Rest war das hier, ne? Nee, eben nicht. Okay, und dann gucken wir da gleich nochmal hin. Glasfaser. Hep. Energiumstaub. Ruby Dust. CRAL 203. 502. Roter Stein, roter Stein, roter Stein. Also es geht wohl offensichtlich nur dieser 502er. Der 25, also... Das hier ist 5... Hä? 2502, okay. Also dieser wird es wohl nicht sein dann. Okay, dann weiß ich Bescheid. Müssen wir halt damit leben, dass der das nicht will. Gucken wir mal rüber, ob eventuell schon zwei Rubinchen durch sind. Das wäre toll. Ruby Dust. 2502, okay, das ist auch der richtige. Da bin ich zufrieden. Dann müsste das ja jetzt funktionieren. Dann können wir uns solches Energiumzeug erstmal machen. Und können uns ein paar Glasfaserkabel. Klar, die sind immer noch teuer. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber, ja, ich dachte, da wäre Dings mit drin. Insofern geht das schon. 9. 9 haben wir schon. Cool. Und 2 brauche ich, ne? Ja. Energiumstaub. Energiumstaub. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir hier die Folge. Das Glasfaserkabel machen wir dann in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.